Neben Castlevania ist wohl die Contra-Reihe eine der beliebtesten Spieleserien von Konami zu NES-Zeiten gewesen. Kein Wunder, dass bereits 1992 ein dritter Teil für das Super Nintendo erschien. Als ob die Vorgänger nicht schon genug Action boten, zog Konami nochmal alle Register und lieferte eines der geilsten Action-Games auf Nintendo 16-Bitter ab. Bei uns in Europa hieß es übrigens Super Probotector und hatte schon wie bei den Vorgängern Roboter statt muskelbepackte Actionhelden als Hauptfiguren. Nichtsdestotrotz zocken wir hier die US-Version mit den muskelbepackten Actionhelden, da ich die europäische Version überhaupt gar nicht besitze. Ja, viel Spaß mit dem Gameplay, wir sehen uns gleich wieder. Nur wenn ihr den Schwierigkeitsgrad auf Hard stellt, bekommt ihr das wahre Ende sowie den echten Boss zu sehen. Den bekannten 30-Leben-Cheat der Vorgänger gibt es in diesem Serienableger nur in der japanischen Version. Ich verlinke euch mal alle Cheats zum Spiel in der Videobeschreibung. Die Steuerung bietet viele Funktionen, ist aber schnell verinnerlicht. Mit B wird gesprungen, Y ist zum Feuern da, mit X könnt ihr zwischen den Waffen wechseln. Es stehen euch nämlich zwei Waffenplätze zur Verfügung. Mit A könnt ihr eine Bombe zünden, davon habt ihr eine dabei, weitere müssen gesammelt werden. Haltet ihr beide Schultertasten gedrückt und springt gleichzeitig, feuert ihr mit beiden Waffen auf einmal. Es ist einfach grandios, wie viel Action schon Konami im ersten Level abbrennt und das hört auch danach nicht auf. Das Spiel ist einfach eine Nonstop-Achterbahnfahrt. An bestimmten Stellen in den Stages fliegen Kapseln am Himmel entlang. Schießt diese ab und ihr bekommt Waffen, Bomben oder sogar ein Schutzschild spendiert. Letzteres löst sich nach ein paar Treffern auf. Ohne Schild seid ihr nach einem Treffer tot. Neben den klassischen Side-Scrolling-Levels gibt es auch zwei Stages aus der Vogelperspektive. In denen wählt ihr zuerst euren Startpunkt und dann geht's los. Danach gilt es eine bestimmte Menge an Zielen zu zerstören, bis ihr dann zum nächsten Boss kommt. Mit den Schultertasten könnt ihr hierbei euch um die eigene Achse drehen. Genau wie das tolle Leveldesign sind auch die Bosse abwechslungsreich und oft gigantisch groß.
Nicht nur grafisch und spielerisch gehört Contra 3 zu den absoluten Top-Titeln auf dem Super Nintendo. Musikalisch wird hier auch einiges geboten, immer passend zum Bildschirmgeschehen, von spannend bis hin zu treibend. Serientypisch gibt es auch hier wieder einen tollen Zwei-Spieler-Koop-Modus, welchen ich euch leider nicht zeigen konnte, da ich niemand zum Mitzocken hatte. Contra 3 The Alien Wars gehört in jede gut sortierte Super Nintendo Sammlung. Hier habe ich absolut nichts zu meckern, aber ihr solltet doch Geduld und Nerven haben. Zu einem wird in dem Spiel nicht nur geniale Action geboten, es ist auch ganz schön schwer, selbst auf Easy. Leider ist es in der europäischen und amerikanischen Fassung nicht gerade günstig. Oft kostet es im Komplettzustand zwischen 70 und 120 Euro. Ich habe es aber auch schon als loses Modul für 30 Euro weggehen sehen. Japanisch ist meist noch etwas günstiger. Ich habe es vor ein paar Jahren für 60 Euro inklusive Versand als komplette japanische Version mit Packung und Anleitung bekommen. Die englischen Menütexte hat auch die japanische Version. Ansonsten könnt ihr es auch mit der Wii U oder dem 3DS günstig im eShop downloaden oder auf dem Mini Super Nintendo zocken. Habt ihr nur eine Switch oder PS4, dann greift doch einfach zur Contra Anniversary Collection. Ja, ich glaube, ich bin jetzt heute fertig mit meinen Sprüchen und würde sagen, lasst doch mal einen Kommentar unter dem Video da, was haltet ihr von Contra 3 The Alien Wars bzw. Super Probotector Alien Rebels, wie es bei uns heißt, und ich würde sagen, gebt mir doch einen Daumen hoch und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, euer Martin. Tschüss.